In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man eine gebrochen rationale Funktion skizzieren kann, ohne einen Taschenrechner zu benutzen. Um das Schaubild einer gebrochen rationalen Funktion zu skizzieren, werden hauptsächlich die Asymptoten und die Nullstellen benötigt. Anhand dieses Schaubildes wollen wir uns kurz erinnern, welche Bedeutung diese Eigenschaften für die Skizze haben. Wir haben hier einmal eine senkrechte Asymptote bei x gleich 0 und das ist ja gleichzeitig eine Definitionslücke für das Schaubild. Als nächstes haben wir noch eine waagerechte Asymptote bei y gleich 1 und die entspricht natürlich dem Verhalten gegen Plus und Minus unendlich. Und wir haben hier auf der rechten Seite an der Stelle 1, ich glaube ganz gut erkennbar, auch noch eine Nullstelle. Die hilft auch natürlich, um die Kurve festzulegen. Wenn diese Eigenschaften nicht ausreichen sollten, um das Schaubild zu skizzieren, kann man ebenfalls noch andere Punkte bestimmen, indem man verschiedene x-Werte in die Funktionsgleichung einsetzt und dadurch die passenden y-Werte bestimmt. Beispielsweise können wir hier für x minus 1 einsetzen, unsere Funktionsgleichung, dann kriegen wir für y 2 raus, also wir haben hier einen weiteren Punkt und genauso könnte es man auch mit minus 2 machen und auf der rechten Seite weiter so. Also ihr merkt bereits, um das Schaubild einer gebrochen rationalen Funktion zu skizzieren, braucht man Grundwissen über die Bestimmung der Asymptoten und der Nullstellen und aus diesem Grund wollen wir das als nächstes wiederholen. Deswegen kommen jetzt ein paar Ansätze, die euch das Leben ein bisschen einfacher machen sollten. Als erstes die Definitionslücken oder senkrechte Asymptoten werden natürlich immer bestimmt, indem man den Nenner 0 setzt. Die Nullstellen einer gebrochen rationalen Funktion werden meistens berechnet, indem man nur den Zähler 0 setzt, aber wir werden sehen, es gibt auch Ausnahmen. Bei den Beispielaufgaben wird sich das Ganze dann ein bisschen genauer klären. Die waagerechten Asymptoten sind zur Erinnerung das Verhalten gegen Plus und Minus unendlich. Allerdings kann man dieses Verhalten sehr einfach entscheiden, indem man den Grad des Zählers und des Nenners betrachtet. Bei den Beispielaufgaben werden wir das ebenfalls wiederholen. Und wie bereits erwähnt, wenn alle diese Eigenschaften nicht ausreichen, um das Schaubild zu skizzieren, kann man noch weitere Punkte auf dem Schaubild bestimmen. Wenn ihr von den Bestimmungen waagerechter und senkrechter Asymptoten nicht mehr so viel Ahnung habt, dann findet ihr die passenden Tutorials dazu entweder rechts oben unter dem i-Punkt oder bei diesem Video im Abspann. Und hier ist schon unser erster Beispiel. Natürlich ist unser Ziel, das Schaubild dieser Funktion in dem rechts abgebildeten Koordinatsystem zu zeichnen. Dafür haben wir gesagt, bestimmen wir als erstes die Definitionslücken. Definitionslücken bedeutet immer, den Nenner 0 zu setzen, also in diesem Fall dieser x minus 1 gleich 0 setzen. Dann formen wir ein bisschen um und haben an dieser Stelle x gleich 1. Und jetzt können wir auch, wenn Bedarf, die Definitionsmenge angeben, also d ist gleich r. Das bedeutet alle Zahlen außer die 1. Im nächsten Schritt wollen wir die Nullstellen bestimmen. Dafür setzen wir einfach diese Funktion gleich 0. Und unsere erste Sorge ist hier an dieser Stelle erstmal den Nenner wegzubekommen. Deshalb multiplizieren wir mit diesem Nenner, mit x minus 1. Und dann bleibt an dieser Stelle 2 gleich 0 übrig. Was uns dazu veranlasst zu sagen, dass hier, dass diese Funktion keine Nullstelle hat. Allerdings könnte man die ganze Sache hier auch viel vereinfachter ansehen. Also ihr seht, beim Durchmultiplizieren mit dem Nenner verschwindet immer der Nenner. Deshalb reicht es auch aus, wenn man immer nur den Zähler 0 setzt bei dieser Art von Funktion. Die nächste Eigenschaft ist die waagerechte Asymptote. Und an dieser Stelle müssen wir zwischen dem Grad des Zählers und des Nenners unterscheiden. Also, wenn wir uns oben den Funktionsterm anschauen, dann steht hinter der 2 eine unsichtbare x hoch 0, deshalb ist der Grad des Zählers 0. Und im Nenner haben wir natürlich eine x hoch 1, also Grad des Nenners 1. Kurz gesagt, Grad des Zählers ist kleiner als Grad des Nenners. Zur Erinnerung, in diesem Fall kommt als waagerechte Asymptote ohne Ausnahme immer 0 raus. Und natürlich, wenn nötig für die Skizze, können wir noch weitere Punkte auf diesem Schaubild bestimmen. So, jetzt zu unser Koordinatsystem rechts. Es ist immer günstig, wenn man zuerst mit dem Asymptoten anfängt. Als erstes haben wir gesehen, wir haben eine Definitionslücke oder eine senkrechte Asymptote bei x gleich 1. Die tragen wir jetzt hier ein.
Dann haben wir noch eine waagerechte Asymptote bei y gleich 0. Und wir haben keine Nullstelle. Wenn wir keine Nullstelle haben, heißt das für uns, die waagerechte Asymptote wird nicht geschnitten. Und jetzt versuchen wir uns vorzustellen, wie das Schaubild der Funktion aussehen könnte. Grundsätzlich passen sich die Schaubilder von gebrochenen rationalen Funktionen immer an der Asymptoten an. Allerdings wissen wir jetzt noch nicht, ob sich zum Beispiel rechts vor der senkrechten Asymptote das Schaubild oben oder unten an der Asymptoten anpasst. Und genau das gleiche Problem gibt es auch auf der linken Seite. Dafür können wir noch ein paar Punkte nehmen, die uns weiterhelfen. Also als erstes, ich fange mit der linken Seite hier. Ich könnte zum Beispiel für x 0 einsetzen. Also in die obere Funktion setzen wir 0 ein, also wir berechnen f von 0. Wenn ich oben 0 einsetze, dann habe ich 2 durch 0 minus 1, das sind ja minus 2. Somit haben wir schon herausgefunden, auf der linken Seite verläuft die Funktion durch diesen Punkt. Und weil wir jetzt eigentlich wissen, dass sie sich an der Asymptoten anpassen muss, das bedeutet, sie muss hier unten in diesem Bereich verlaufen. Also wird sie ungefähr wie folgt aussehen. Das gelingt mir jetzt bestimmt nur teilweise. Also wichtig ist, dass ihr die Asymptoten nicht berührt oder schneidet und dass ihr euch irgendwie an diese Asymptoten anpassen tut. Und auf der rechten Seite von der senkrechten Asymptote können wir auch einen Punkt wählen, zum Beispiel 2 wäre ganz geschickt. Also wir berechnen noch f von 2. Wenn ich oben in unser Funktionsterm 2 einsetze, dann habe ich 2 durch 2 minus 1. Also 2 durch 1 sind natürlich 2. Diesen Punkt kann ich auch hier eintragen. Und damit wissen wir, die Funktion muss sich hier oben an der Asymptoten anpassen. Also die kommt von hier oben, geht durch diesen Punkt und nähert sich natürlich wieder hier unten an die Asymptote. Also so ungefähr könnte das Schaubild dieser Funktion aussehen. Genau das Gleiche wollen wir jetzt auch für diese Funktion machen. Das bedeutet, ich fange wieder an mit dem Definitionslücken. Also an dieser Stelle Nenner diese 4x plus 4 0 setzen. 4x plus 4 sind 0. Dann ein bisschen umformen. Minus 4, 4x gleich minus 4 geteilt durch 4. Somit ist x gleich minus 1 unsere Definitionslücke oder senkrechte Asymptote. Als nächstes die Nullstellen. Wir haben gesagt, vereinfacht gesehen setzen wir in diesem Fall nur den Zähler 0. Also wir haben dann minus 4x plus 4 ist gleich 0. Dann wieder minus 4. Minus 4x sind dann minus 4. Geteilt durch minus 4. Somit ist x gleich 1 unsere Nullstelle. Dann die waagerechte Asymptote. Beim Vergleich des Grades Zählers und des Nenners haben wir oben 1 und unten 1. Also Zähler und Nenner sind gleich. Damit sind die Koeffizienten vor dem höchsten Potenzen unserer waagerechte Asymptote. Also in diesem Fall wäre dann y gleich minus 4 durch 4. Und das ist natürlich minus 1. Und jetzt versuchen wir, alle diese Eigenschaften in unser Koordinatsystem rechts einzutragen. Also einmal haben wir x gleich minus 1 als senkrechte Asymptote. Dann die waagerechte Asymptote ist ebenfalls bei minus 1. Und wir haben noch eine Nullstelle bei x gleich 1. Die trage ich jetzt auch noch mal kurz hier ein. Eigentlich würden uns diese Angaben reichen, um das Schaubild zu skizzieren, aber wir wollen jetzt zur Sicherheit noch ein paar weitere Punkte hier auf dem Schaubild bestimmen. Als erstes könnten wir herausfinden, was für eine y-Koordinate wir bei x gleich 0 haben. Also, ich gehe einfach oben in die Funktion und setze für x 0 ein. F von 0 ist dann einfach nur 4 durch 4 und das sind 1. Das bedeutet, wir haben hier noch einen weiteren Punkt. Und ich glaube, spätestens jetzt können wir uns ganz gut vorstellen, wie sich die Funktion hier an der Stelle anpassen würde. Und zwar so. Also wir fangen hier oben an, dann gehen wir durch diese zwei Punkte und dann nähern wir uns wieder an die waagerechte Asymptote. Also so sieht die rechte Seite aus. Auf der linken Seite. Naja, wir haben hier an dieser Stelle keine Nullstelle, deshalb ist es schon nachvollziehbar, dass die Funktion im unteren Bereich hier sich anpassen würde. Dafür bestimmen wir noch einen Punkt, zum Beispiel wir setzen die minus 2 ein. Also wir berechnen f von minus 2
Und wenn wir das Ganze oben einsetzen mit dem minus 2, kommt eigentlich minus 3 raus. Also mit minus 2 sind minus 3. Also der Punkt wäre dann hier. Und dann können wir auch hier das Ganze nochmal andeuten. Also wir gehen durch diesen Punkt und nähern uns wieder an die Asymptoten. Das wäre dann grob das Schaubild dieser Funktion. Als nächstes dann ein komplexeres Beispiel. Das gleiche, was wir oben gemacht haben, wollen wir auch für diese Funktion machen. Also in erster Reihe die Definitionslücken oder die senkrechten Asymptoten bestimmen. Das bedeutet, wir haben hier x² minus 1 ist gleich 0. Dann plus 1, somit x² ist gleich 1. Dann ziehen wir die Wurzel und es existieren natürlich zwei Lösungen. Einmal 1 und einmal minus 1. Dann für die Nullstellen. In diesem Fall dürfen wir nicht nur den Zähler 0 setzen, sondern wir müssen den ganzen Funktionsterm 0 setzen. Und dann haben wir 1 durch x² minus 1 plus 1 ist 0. Also wir formen ein bisschen um. Zuerst die 1 rüber. Haben wir 1 durch x² minus 1 sind gleich minus 1. Dann durchmultiplizieren mit dem Nenner mal x² minus 1. Dann bleibt übrig, 1 ist gleich minus 1 mal x² minus 1. Gut, dann Klammer auflösen und nach x umformen. Also wir haben dann an dieser Stelle 1 ist gleich minus x² und plus 1. Und wenn wir minus 1 rechnen, dann haben wir x² ist 0. Beim Wurzelziehen natürlich eine doppelte Lösung oder eine doppelte Nullstelle bei 0. Das werden wir dann auch für die Skizze brauchen. Und zum Schluss noch die waagerechte Asymptote. Grad des Zählers bei dem Bruch ist natürlich wieder 0, Grad des Nenners ist 2, also dieser erste Teil, bei diesem ersten Teil kommt y gleich 0 raus, allerdings muss man das noch verrechnen mit dem alleinstehenden Zahl hinten, also die waagerechte Asymptote wäre dann 1. Und das tragen wir jetzt alles in unser Koordinatsystem. Also wir haben zwei senkrechte Asymptoten bei minus 1 und 1 und eine waagerechte bei y gleich 1. Dann entsprechend noch eine Nullstelle, und zwar eine doppelte Nullstelle bei x gleich 0. Das bedeutet, doppelte Nullstelle berührt die x-Achse entweder von oben oder von unten. Das entscheiden wir gleich. Und dafür brauchen wir eindeutig ein paar mehr Punkte. Ich habe jetzt schon ein paar weitere Punkte vorbestimmt, damit wir uns die Kurve ein bisschen besser vorstellen können. Wie beispielsweise links und rechts vor dieser Nullstelle f von minus 0,5 und f von 0,5 könnte man bestimmen. In beiden Fällen kommen dann praktisch minus ein Drittel raus. Hier und hier sind minus ein Drittel. Also wenn wir die eintragen, dann können wir uns das Ganze irgendwo hier und hier vorstellen. Und dann noch rechts und links vor diesen senkrechten Asymptoten können wir nur zum Beispiel die 2 und die minus 2 einsetzen. Und f von minus 2 sowie f von 2 hätten die y-Koordinaten ungefähr 1,3. Die können wir auch gerne hier eintragen. Also 1,3 müsste ungefähr hier sein. Und auf der anderen Seite hier. Und jetzt können wir das Schaubild skizzieren. Ich fange jetzt von links nach rechts an. Also, auf der linken Seite muss ich die Kurve hier oben an dieser Asymptoten anpassen. Also wird sie ungefähr so aussehen. In der Mitte müssen wir natürlich von unten kommen, damit wir die x-Achse berühren. Also, grob gesehen wird die Kurve so aussehen. Natürlich kann man das auch verlängern anhand der Asymptoten. Und auf der rechten Seite kommen wir wieder eigentlich von oben und nähern wir uns nach rechts wieder gegen der waagerechten Asymptote. Also, so ungefähr sieht das Schaubild dieser Funktion aus. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Im Zusammenhang mit diesem Thema ist es natürlich sinnvoll, wenn ihr euch noch folgende Tutorials anschaut. Einmal eins über das Bestimmen von senkrechten Asymptoten oder Polstellen. Dann das Tutorial über die Bestimmung von waagerechten Asymptoten oder über das Verhalten gegen Plus- und Minus-Unendlich bei gebrochen-rationalen Funktionen.
Und nicht zuletzt gibt es noch ein Tutorial, wo man von Schaubild einer gebrochennationalen Funktion zum Funktionstern kommt. Das macht natürlich im Zusammenhang mit diesem Thema ebenfalls Sinn. In diesem Sinne, schlimmer geht's immer, es ist schließlich Mathe.